Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID 5 Array mit einem Buffalo NAS Modell der S5400D wiederherstellen können. Viele Unternehmen und Benutzer müssen heutzutage große Datenmengen für ihre täglichen Aktivitäten speichern. Sie tun dies mit NAS-Systemen, die es ihnen ermöglichen, diese Daten zu verwalten und zu speichern. NAS-Systeme verwenden in der Regel RAID-Technologie zur Organisation der Datenspeicherung, was die Zuverlässigkeit der Speicherung erhöht. Sie können die Daten auch dann erhalten bleiben, wenn eine oder mehrere Festplatten ausfallen, je nach RAID-Level. Aber auch mit RAID können Daten durch unerwartete Systemausfälle, NAS-Ausfälle oder Benutzerfehler verloren gehen. Diese Videos führen, wie Sie durch die Schritte zur Wiederherstellung Ihrer Daten aus einem RAID Level 5 Array, das auf einen Buffalo TS5400D NAS errichtet wurde. Diese Videoanleitung hilft Ihnen, Ihre verlorenen Daten schnell und sicher wiederherzustellen und den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Um ein grundlegendes Verständnis für RAID-Speicher zu erlangen, sollten Sie sich ansehen, wie Sie auf diesem NAS ein RAID erstellen. Um auf das Speicherbeginnfeld zu greifen, starten Sie NAS-Navigator, suchen Sie das Gerät und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Einstellungen öffnen. Oder öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse Ihres NAS in Ihre Adressleiste ein. Gehen Sie dann auf Festplatten, dann auf die Registerkarte RAID und Array 1 Einstellungen. In dem nun erscheinenden Fenster wählen Sie die Festplatten aus, aus denen das zukünftige Array bestehen soll. Wählen Sie den Ambient RAID Level aus und klicken Sie auf RAID erstellen um den Aufbau des Arrays zu starten und die Laufwerke zu synchronisieren. Sobald die Festplatten erstellt und resynchronisiert sind, können Sie einen Netzwerkordner erstellen und die Daten hochladen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Freigabe. Öffnen Sie zum Hinzufügen eines neuen Ordners, Ordner Einstellungen und dann Ordner erstellen. Im sich öffnenden Fenster für die Einstellungen des gemeinsamen Ordners geben Sie den Namen und die Attribute an und fügen die erforderlichen Markierungen für das Netzwerkprotokoll hinzu. Okay. Ihr freigegebener Ordner ist nun über das Netzwerk zugänglich und Sie können Daten auf die Laufwerke schreiben. Ihr NAS ist nun einsatzbereit. In den Netzwerkordner-Einstellungen steht eine Papierkorb-Option zur Verfügung, mit der Sie versehentlich gelöschte Daten vor Ihrem NAS wiederherstellen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Papierkorb-Ordner zu öffnen und zuvor gelöschte Dateien aus Ihrem abzurufen. Falls sich die benötigten Dateien nicht im Papierkorb befinden oder diese Funktion deaktiviert ist, hilft Ihnen eine Datenwiederherstellungssoftware, Ihre Dateien wiederherzustellen. Falls das NAS ausgefallen ist, Sie den Zugriff auf das NAS-Laufwerk verloren haben oder das RAID abgestürzt ist, benötigen Sie eine spezielle Software, um Ihre wichtigen Daten wiederherzustellen. Hetman RAID Recovery setzt das zerstörte RAID wieder zusammen und Sie können Ihre verlorenen Daten darauf wiederherstellen. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Sie kann nicht nur Daten von Buffalo NAS wiederherstellen, sondern auch von anderen Herstellern, einschließlich Synology, Knapp und anderen beliebten Speichergeräten. Stellen Sie ausgefallene RAID-Geräte im Falle eines NAS-Geräteausfalls, eines Controllers-Ausfalls oder eines Ausfalls eines einzelnen oder mehrerer Laufwerke wieder her. Mit seiner Hilfe können Sie die wichtigen Informationen, die auf den Laufwerken verblieben sind,
wiederherstellen und in NAS-Speicher zu verwenden. Um den Wiederherstellungsprozess zu beginnen, müssen Sie die Laufwerke aus dem Gerät entfernen und an die Hauptplatine eines Windows-Computers anschließen. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse für den Anschluss vorhanden sind, verwenden Sie spezielle Extender und Adapter, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind, führen Sie die Software aus. Das Programm erstellt automatisch das zerstörte RAID aus den Laufwerken und zeigt es im Hauptfenster an. Im unteren Bereich können Sie die Parameter des zusammengestellten Arrays einsehen. Starten Sie die Festplattenanalyse, um nach Dateien zu suchen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition, öffnen. Hier müssen Sie den Suchtyp angeben, Schnellscan oder vollständige Analyse. In diesem Fall wird das Programm die Laufwerke schnell durchsuchen und alle gefundenen Dateien anzeigen. Diese Art der Analyse hilft in den meisten Verlustfällen, Dateien zu finden. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle Dateien gefunden, die auf den Laufwerken des Arrays verblieben sind. Es hat auch gelöschte Dateien gefunden, sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Der Inhalt aller Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden. Markieren Sie alle Elemente, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie dann ein Laufwerk und einen Ordner aus, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Daten in den von Ihnen angegebenen Verzeichnis. Wenn das Programm die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie die vollständige Analyse. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken und neu analysieren, vollständige Analyse wählen, das Dateisystem angeben und auf Weiter klicken. In besonders in komplexen Situationen empfiehlt es sich, eine Suche nach dem Dateinhalt durchzuführen, indem Sie Tiefanalyse aktivieren. Der Einfachheit halber ist hier die Suchfunktion nach Dateinamen implementiert. Das Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen auch, eine vollständige Kopie des Datenträgers in einer Datei zu speichern und dann mit diesem Abbild anstelle des eigentlichen Datenträgers zu arbeiten. Diese Funktion hilft, die Daten auf dem Datenträger vor Überschreiben, Fehler oder anderen Benutzerfehlern zu schützen. Die Wiederherstellung von Daten von einem Buffalo TS54D NAS RAID 5 Array kann schwierig sein, aber wenn Sie die Anweisungen befolgen und die richtige Datenwiederherstellungssoftware wählen, können Sie Ihre verlorene Datei wiederherstellen. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie bei der Wiederherstellung von RAID-Daten darauf achten sollten, nichts zu tun, was die Daten auf dem Laufwerk überschreiben oder verändern könnte. Am besten arbeiten Sie mit einer Kopie des Diskarrays, damit die Originaldaten nicht verloren gehen. Alles in allem ist die RAID-Datenwiederherstellungssoftware ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Administrator, dem die Dateiintegrität in seinem System am Herzen liegt. Mit ihr können Sie schnell und kostengünstig den Zugriff auf Ihren Speicher wiederherstellen und wichtige Daten wiederherstellen, selbst wenn Ihr NAS ausgefallen ist oder der RAID-Array beschädigt wurde. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.